Moin Leute, ich bin Sergej. Ich mache heute eine kleine Boxeinheit und zeige euch so ein bisschen, wie vielfältig der Sport ist. Am Anfang muss man so ein bisschen sich aufwärmen natürlich, ne? Also Schulter warm machen, Hüfte warm machen, Beine warm machen und so weiter, weil das sind schon sehr harte Belastungen, die einen auf euch zukommen. Und ja, da begleitet ihr mich heute. Let's go! Jetzt habe ich mich so locker, also schon mal so die erste Zeit locker aufgewärmt. Jetzt geht es halt weiter mit so ein paar Sprints. Und ich mache das halt auch so, dass ich das recht unregelmäßig mache. Also immer wieder unregelmäßig. Das ist gut. Und dann wieder locker. Locker, locker, locker. Und dann Phasen sind mal kurz, mal lang. Und ja, wechseln sich halt immer wieder ab. Wichtig ist ruhig atmen, ne, dass wir jetzt nicht so in Panik geraten, sondern versuchen ganz, ganz ruhig zu atmen. Also nach dem Seitspringen mache ich dann so ein bisschen Schattenboxen, ganz, ganz leicht, ohne Kraft. Einfach nur die Hände rauswerfen, dass alles wieder ein bisschen gelockert wird. Na, dass man nicht die ganze Zeit auf Spannung ist. So ein kleiner Gummiball. Genau, und damit werde ich jetzt sozusagen so ein bisschen das Boxen imitieren. Ich bewege mich boxerisch, bewege mich boxerisch und dribbel immer wieder den Ball hin und her. Also versuche den immer in Bewegung zu halten und versuche mich selber auch in Bewegung die ganze Zeit. In der zweiten Runde mache ich das dann eher, dass ich den Ball einfach hinwerfe und exklusiv versuche zu fangen. Ja, erstmal bleibe ich sozusagen relativ weit unten, das ist hier, und dann geht es halt immer weiter, immer höher, dass man irgendwann auf Augenhöhe den Arm anfängt. Okay. Gehe ich nochmal an die Wand, ebenso mit dem Ball. Ich stoße ihn sozusagen mit der einen Hand nach vorne, mit der anderen Hand versuche ich ihn explosiv zu fangen. Also eigentlich, als ob ich dem auch einen Schlag gebe. Und versuche technisch dabei so sauber wie möglich zu werden. Kinn runter, Schulter hoch und sich so ein bisschen. Ne, der Blick geht eh immer von unten nach oben zum Gegner. Ne, wir versuchen zu verstecken, der Ball kommt. Boom! Ja, und dann stehe ich sozusagen da. Kopf nehme ich ein bisschen raus, Kinn runter, wie gesagt. Und versuch den da aufzufangen. So, jetzt mache ich erstmal ein bisschen meine Schulter noch warm, meine Hüfte warm, meine Beine, also das alles so ein bisschen untereinander geschmiert wird und funktioniert. Genau, und danach schnappe ich mir einen Ball und arbeite mit dem halt.
Beine, Waden. Wobei die auch von alleine schon warm werden dann beim Bewegen, also beim Schattenboxen. Jetzt habe ich hier alles so ein bisschen warm gemacht, mit dem Ball und so weiter gearbeitet. Und jetzt wollte ich noch 3 Runden Schattenboxen. Und zwar in der ersten Runde ist alles erstmal nur Einzelschläge, alles mit diesem Abschluss. Also wir versuchen sozusagen mit jedem Schlag einmal mit dem Bein auch abzuschließen. Das wird jeden Schlag also einfach einzeln, aber kraftvoll schlagen. Und auch da erstmal locker anfangen, erstmal sich wieder reinfinden ins Training und danach immer wieder immer versuchen sozusagen harte Schläge zu setzen. Jetzt fange ich schon an, so ein paar Kombinationen, sozusagen so ein bisschen die Hände einfach frei rauszuwerfen. Also ab und zu kommt da schon was Härteres durch, aber eigentlich ist das erstmal nur sozusagen, um alles wieder weiterhin warm zu machen, dass das alles schnell auseinanderfliegt. Ja, und dann in der nächsten Runde, dann ist einmal eine Runde richtig gelassen. Kommt nur noch mal am Ende noch mal so ein bisschen Sandsackarbeit. Also das, was ich jetzt im Freien gemacht habe, explodiert. Eine schnelle, kleine Bewegung mit viel Beinarbeit und jetzt dasselbe am Sandsack. Ich stelle mir vor, das ist mein Gegner und mache jetzt auch wieder 3 Wettkampfrunden. Also so, als ob ich gegen ihn boxen würde, als ob das mein Gegner wäre. Und
ich versuche sozusagen, ich mit voller Härte, mit voller Geschwindigkeit jetzt drei Runden gegen ihn zu boxen. Geschwindigkeit gewesen, jetzt wird Fokus mehr auf Kraft gelegt. Ne? Also das werde ich sozusagen versuchen, immer nur harte Schläge zu setzen. Und ja, zwischendurch immer mal wieder eine kurze Explosion mit mehreren und dann immer wieder boom, boom, immer wieder einzelne harte Schläge setzen. Okay, so und jetzt in der letzten Runde, also in der dritten, versuche ich nochmal in den Ebenen zu wechseln. Ne? Sozusagen Kopf, Körper, immer wieder. Ich starte und zum Beispiel am Körper und ende oben am Kopf. Oder ich starte, ende oben am Kopf und ende unten am Körper, dass ich zwischen den verschiedenen Trefferflächen hin und her wechsle. Komplett nass und ja, gleich ruhe ich mich noch ein bisschen aus, bis die Minute Pause zu Ende ist und dann fange ich an, mich ein bisschen abzuwärmen. Ja, ein paar Lockerungsübungen, ein bisschen auslaufen, ja, und dann duschen und fertig ist.